Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. So, wir stehen mal wieder auf der Brücke, wie es eigentlich immer so ist, und ich habe mich entschieden. Eine Planänderung, Commander. Oh ja. Dringende Nachricht vom Unbekannten. Ich stelle ihn in den Kommunikationsraum. Ja, das ist in Ordnung, da habe ich schon wieder gar nicht mehr dran gedacht. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Dankeschön für den Hinweis, habe ich gerade schon von Joker erfahren. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir noch in den Kommunikationsraum müssen, aber ich habe mich sowieso entschieden, wir machen erstmal mit der Hauptstory weiter an der Stelle. Weil ich erstmal gewisse Teammitglieder noch mit im Team haben möchte, bevor wir dann anfangen, die ganzen Hauptaufträge zu machen. Jetzt nicht unbedingt, weil ich die jetzt wahnsinnig benötigen würde, um vorwärts zu kommen und da bessere Chancen zu haben, sondern einfach, weil ich sie mit dabei haben möchte. So, aber dann schauen wir mal, was der Unbekannte uns mitzuteilen hat. Shepard, ich glaube, wir haben sie. Der Kontakt zu Horizon, einer unserer Kolonien in den Terminus-Systemen, ist soeben abgebrochen. Wenn sie nicht schon angegriffen wird, ist es sicher bald soweit. Hat Mordin die Gegenmaßnahmen für die Seeker-Schwärme fertig? Noch nicht. Hoffentlich kann er gut unter Druck arbeiten. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Ein früheres Crew-Mitglied von Ihnen, Ashley Williams. Sie ist auf Horizon stationiert. Mein letzter Stand ist, dass Ash bei der Allianz war. Was macht sie in dem Terminus-System? Offiziell handelt es sich um ein Programm zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Allianz und Kolonien. Aber in Wahrheit haben sie etwas vor. Und wenn sie Chief Williams schicken, muss es was Großes sein. Vielleicht sollten sie das mit ihr klären. Die Kollektoren suchen sich zufällig eine Kolonie aus, in der eines meiner früheren Crewmitglieder ist? Das glaube ich nicht. Es wäre keine Überraschung, wenn die Kollektoren an ihnen interessiert wären. Schon gar nicht, wenn sie für die Reaper arbeiten. Vielleicht sind sie hinter ihr her, um an sie ranzukommen. Wir sollten die Citadel benachrichtigen. Die Allianz kann uns Verstärkung schicken. Nicht vor ihren Ermittlungen. Ich will nicht, dass uns die Allianz in die Quere kommt. Sobald Sie die Lage unter Kontrolle haben, schicke ich die Nachricht persönlich ab. Geben Sie uns die Koordinaten, wir brechen sofort auf. So früh wurden wir noch nie gewarnt, Shepard. Viel Glück. Joker, nehmen Sie Kurs auf Horizon. Ich muss mal kurz zum Professor. Zu Befehl, Commander. Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Ja. Da wäre uns die Entscheidung also sowieso abgenommen worden. Es geht auf nach Horizon und wir schauen mal, ob wir diesmal etwas eher zur Stelle sein können, denn wir wurden ja früher gewarnt, als es vorher jemals möglich war. Und natürlich wollen wir Ash retten. Retten vor allem, ja, retten. Lilith? Wir haben ein Problem. Können Sie die Zielerfassungsmatrix noch immer nicht kalibrieren? Diese Verteidigungstürme sind nutzlos, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Unsere Kommunikationssysteme wieder online zu bringen, hat Vorrang. Ja, okay. Direkt ein Wunder, dass man mir dafür nicht auch noch die Schuld gegeben hat. Die Menschen hier draußen vertrauen der Allianz nicht. Aber das ist nichts Persönliches. Was ist das? Sie alle in den Schutzraum. Beeilung! Das ist vor allem ziemlich großer Ärger, der da kommt. Ich gebe ihn Deckung. Los! Yeah!
übernehme Kontrolle. Vorboten ihrer Perfektion. Bereitet diese Menschen auf ihren Aufstieg vor. Das also ist mit den Kolonisten passiert. Sie wurden entführt. Und wir haben gesehen, was genau die Siegerschwärme zu bedeuten haben dabei und weshalb Mordrin so wichtig wird dabei. Weil die Siegerschwärme die Leute einfach mal paralysieren können. Und wen nehme ich jetzt eigentlich mit? Ich weiß es gar nicht so genau, muss ich sagen. Eigentlich würde ich ja mal ganz gerne Grunt ausprobieren. Oh, bei dem kann ich... Aha, bei dem kann ich einen Outfit-Wechsel machen. Warum nicht? Kann man machen. Haben wir sonst noch jemanden mit Outfit-Wechsel? Nee, momentan noch nicht. Okay. Ich glaube, ich nehme aber Mordrin mal mit. Könnte der mir... Ja, ich glaube, ich nehme Mordrin mal mit. Nee, ich bleib mal bei meinem alten Team, weil das hat so gut geklappt und vor allem weiß ich da auch ganz sicher, dass ich einen zum Schild wegblasen und einen zum Rüstung wegblasen habe. Das ist ganz praktisch eigentlich. Ich bleib mal bei Mordrin und Garrus. Vielleicht werde ich später mal wieder von meiner festgefahrenen Gruppenauswahl wegkommen, aber jetzt bleibe ich erstmal dabei. So, aber noch sind sie nicht entführt. Noch können wir sie retten. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir das noch können. Und wir wollen natürlich alles dran setzen, die Leute da rauszuhauen wieder. Die Verbrennung, würde ich sagen. Die fand ich doch ziemlich nützlich bisher. Und bei dir, ach schade, auf die Überlastung kann ich noch nicht wieder gehen. Ja komm, dann machen wir hier Turianischer Rebell 2 Punkte und damit kann es losgehen. Da dürfte sich eigentlich nichts geändert haben. Gut. Halt, nee, das wollte ich gar nicht. Hier. Auf nach Horizon. So, na dann wollen wir mal. Mit diesem Kollektorenschiff im Hintergrund, da werden irgendwie Gefühle an Eden Prime wach aus dem ersten Teil, als wir die Sovereign im Hintergrund gesehen haben. In dem Fall ist es aber wirklich ein Schiff, das wir sehen und kein Reaper, also das kann ich schon mal verraten. Sind Sie sicher, dass die Panzerungs-Upgrades uns vor den Seeker-Schwärmen schützen können? Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Theoretisch? Klingt ja vielversprechend. Technologie noch im Experimentalstadium. Einzig möglicher Test ist Kontakt mit Seeker-Schwärmen. Muss selbst testen. Wird bestimmt aufregend. Ich glaube, der Kontakt wird schneller hergestellt, als wir das wünschen. Okay, Kollektorenwächter, da bräuchte ich jetzt mal Garrus, der aus irgendeinem Grund gerade... Ziel ist organisch. Oh nein, wirklich. Weil die... Achso, warte mal. Ist das... Nee. Ja, natürlich wird das Ziel von der Barriere geschützt. Genau dieser ist jetzt... Ach, Mensch, Garrus. Manchmal... Da weiß ich auch nicht. Okay, jetzt geht's also gegen die Seeker-Schwärme ran. Jetzt müssen wir mal zeigen, was wir können hier. Gut, die haben wir ja bisher noch... Quatsch, die Seeker-Schwärme, was sage ich denn? Die Kollektoren, meine ich. Die haben wir ja bisher noch gar nicht in Action erlebt. Und... Wir sind, ja, also wir haben ja schon einen kleinen Eindruck durch die Kollektorenrüstung, die ich getragen habe, von denen bekommen, wie sie ungefähr aussehen. Die werden noch ein ziemliches Ärgernis werden, die Kollektoren. Ich meine, klar, die sind ja auch der Hauptantagonist. Wir haben gerade schon den Vorboten gesehen. Der ist quasi der Anführer der Kollektoren. Und wir haben auch schon gesehen, der kann sich auch in andere reinversetzen, die dann quasi als Drohnen für ihn arbeiten. So, zumindest die erste haben wir jetzt schon mal weggebatzt hier. Einmal die Energiezellen her und da hätte ich gerne mal ein bisschen Muni. Gibt es denn hier vielleicht welche? Irgendwo? Ein bisschen? Nicht?
Hast du hier drüber gesprochen? Shepard. Also manchmal weiß ich auch nicht. Okay, ich bin schon aus irgendeinem Grund wieder aufmunitioniert. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Na gut, dann wollen wir mal. Kurz hier gehackt und dann geht's auch gleich weiter. Das ist das erste. Das zweite sehe ich hier. Und müssen wir hier rüber gehen. Das ist es nicht. Ah, wo kommt das dritte? Da ist es. Gut. Alles klar, die 6000 nehmen wir gerne mit. Und dann geht's weiter. Ich habe auch riesige Flakgeschütze hier, aber die waren nutzlos gegen die Kollektoren-Schwärme. Das Schiff der Kollektoren stört die Kommunikation. Sauerei. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Na gut, wenn das so ist, dann kämpfen wir mal. Wir sehen schon, die sind alle total aufgeschreckt worden hier im allerletzten Moment. Feinde! Da steht noch alles so rum, wie es vorher war. Das müsste sie ausmachen. Ohne Probleme. Ja, ohne Probleme. So, die Deckung nehme ich dann trotzdem mal ganz gerne mit. Was? Quasi direkt um die Ecke rum. Schön. Gut. Da haben wir auch die kleinen Husks wieder. Unsere liebgewonnenen Freunde aus dem... Das Ding hat aber einen komischen Flugweg gehabt. Unsere liebgewonnenen Freunde aus dem ersten Teil sind auch wieder mit dabei, obwohl wir keine Gäste diesmal als Gegner haben. Woraus wir schließen können, die Hass-Technologie ist vielleicht nicht unbedingt ein Gäste-spezifisches Ding, sondern eher ein Ding, der den Reapern dienenden Völker. Diese Dinger sehen aus wie die Husks, die die Geth auf Eden Prime eingesetzt haben. Mhm. Meines Wissens nach hatten die Geth diese Technologie von der Sovereign. Der Unbekannte hatte recht. Kollektoren arbeiten mit Reapern zusammen. So sieht's aus. Gut. Wo wir bisher noch keinen Beweis hatten, jetzt spätestens haben wir ihn. Die Reaper stecken damit drin. Bleibt mal ruhig. Ich komme ja gleich. Ich will mich nur noch mal kurz umsehen hier vorher. So, das sieht interessant aus. Ja, sehr schön. Schweres Hautgewebe, das können wir gut gebrauchen, denn ich glaube, das war auch Voraussetzung für irgendwas anderes. Husks haben menschliche Merkmale. Vielleicht umgestaltete Kolonisten? Nein, die Geth haben ihre Opfer auf riesige Pfähle gesteckt, um Husks aus ihnen zu machen. Aber wir haben keinerlei Pfähle gesehen. Die Kollektoren müssen die Husks schon gehabt haben. Die lebenden Kolonisten brauchen sie für was anderes. Die Kollektoren führen bestimmt irgendwelche Experimente an den Kolonisten durch. Was sie wohl vorhaben? Vielleicht ist es besser, die Einzelheiten gar nicht zu kennen. Finden es mit Sicherheit heraus, wenn sie gestoppt sind. Das sind nicht die gleichen Kreaturen, gegen die ich auf Eden Prime gekämpft habe. Sie sind fortschrittlicher, weiterentwickelt. Sie sterben noch immer, wenn man sie erschießt. Die Kollektoren dürfen nicht mit noch mehr Opfern davon kommen. Wir greifen ein. Gehen wir. Wichtigste Feststellung, sie sterben noch immer, wenn man auf sie schießt. So sieht's aus. War nicht gerade noch ein Weg? Habt ihr mir meinen Weg nach hinten abgeschnitten? Ich wollte mich noch in dem Haus umsehen. Oh, das ist ja mieslich fieslich hier. Kannst du die Muni vielleicht mitnehmen? Shepard? Dann halt nicht. Ist mir auch egal. Die ganzen leeren Gebäude. Irgendwie beunruhigend. Kein Zeichen von Widerstand. Kann ziemlich schnell passiert sein. So, vielleicht mal hier in Deckung gehen, das könnte helfen. Das war's für den schon mal. So, der hat natürlich eine blöde Position hier drüben. Aber man kann mit dieser Biotik herrlich um die Ecke schießen. Das ist großartig. Ah, das war natürlich nicht so gut. So, einmal den Cooldown abgewartet. Schön. Das müsste ausreichen. So. Allzu groß ist der Widerstand ja jetzt nicht mehr. Vor allem haben sie keine Barrieren mehr, also die können wir jetzt ganz gut weghauen. Ich muss sagen, wenn ich gewusst hätte, dass ich die Barrieren gar nicht wegmachen kann mit der Überlastung, dann hätte ich Garrus natürlich auch nicht mitgenommen. Da hätte ich vielleicht wirklich mal Grunt stattdessen mit eingesackt. Aber gut, was soll's. Kommen wir noch welche? Nee. Gut, ich finde es auf jeden Fall ganz praktisch. In diesem Teil muss ich sagen, dass man nicht für jedes Crewmitglied extra Ausrüstung kaufen muss, weil das
bei 12 Crewmitgliedern doch ein bisschen teurer wäre auf Dauer. Und wir hatten das ja schon im ersten Teil eigentlich erlebt, dass ich dann letztendlich immer mit denselben wieder aufmarschiert bin, weil die einfach eine gute Ausrüstung hatten. Wenn man einmal mit einem Team anfängt und das auch gut ausrüstet, dann ist es auch logisch, dass man mit dem Team dann vieles macht, weil man halt einfach dafür die Ausrüstung hat für das Team. So, ich gehe aber mal ganz kurz, während die noch unten am Campen sind, hier rein und schaue mich mal kurz um. Das wollen wir noch nicht verkommen lassen hier. So, einmal das. Die gehören zusammen und die gehören zusammen. Gut, das geht relativ gesittet hier. Alles klar, die nehmen auch noch mit die Credits. Passt mal auf, dass ihr nicht sterbt, Leute. Das wäre schön. Garrus, Deckung. Habt ihr euch drum gekümmert? Dankeschön. Ist freundlich. Diese hässlichen Seeker hier immer. Gut, haben wir hier noch was wir mitnehmen können? Muni ist auch in Ordnung. Ich meinte aber eigentlich eher was Handfesteres. Nee, nicht so. Okay, kann ich nicht drüber hüpfen? Dann nehmen wir einfach mal die Tür. Man kann es ja auch mal so machen, wie man es eigentlich machen sollte. Und einfach mal die Tür nehmen. Das Opfer ist offenbar bei Bewusstsein. Kriegt alles mit. In der Stase gefangen. Faszinierend. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Und das ist eigentlich das Grausame daran, dass die Leute wirklich alles noch mitbekommen, was mit ihnen passiert. Wir werden dann später zum Ende des Spiels hin noch sehen, warum das eigentlich so grausam ist dabei. Vor allen Dingen sehen sie uns jetzt halt auch als Retter und werden aber nicht gerettet von uns, ne? Sondern wir laufen einfach dran vorbei. Ist auch sehr freundlich gerade. So, ach, ich Idiot. Ich hätte vielleicht erstmal nach rechts und dann erst nach oben gehen sollen. Ja, das habe ich ziemlich souverän verkackt gerade. Gut, okay, dann scheiß drauf. Waren eh bloß 3000 Credits. Wer braucht schon solchen kleinen Scheiß? Okay, da drüben haben wir noch ein Holzchen. Da schauen wir auch gleich mal rein. Insofern jetzt hier niemand kommt. Nee, gut. Schauen wir uns hier mal kurz an. Überall dieselben Szenen. Die Leute versuchen sich gegenseitig zu helfen und sich zu retten, aber letztendlich ist niemand entkommen. Und alle sind in die Stase versetzt worden. Auch Verstecken hat nichts geholfen, ne? Die Seeker-Schwärme haben jeden gekriegt. Die kleinen insektoiden Bastarde. Ich übernehme die direkte Kontrolle. Na gut, das wird uns übrigens im Kampf gegen die Kollektoren noch öfter passieren ab jetzt, dass einer unter die Kontrolle des Vorboten gerät und dann Barriere und Schild hat. Und das ist richtig unangenehm, muss ich sagen. Das macht die Sache gegen die natürlich weitaus anstrengender. Mache ich jetzt irgendwas? Oder was haben wir hier eigentlich? Kühe strahlen. Ich weiß, dass sie das schaffen. So, erstmal den weggehauen. Und wo ist jetzt der unter der Kontrolle? Weiß ich nicht. Das wird ein harter Treffer. Komm schon. Die jetzt nicht getroffen? Ernsthaft? Oh, der war gut. Das wollte ich gar nicht, aber ist auch in Ordnung. Warte mal, warte mal. Ach, ach! Die Sau! Die Sau! Der hat uns hier flankiert. Könnt ihr dich mal vielleicht umdrehen? So. Schlecht. Mordin ist hinüber. Sie können sich nicht widersetzen. Oh doch, das geht ganz gut, muss ich sagen, mit dem Widersetzen. Geh mal bitte in. Oh, Shepard, du bist ein Pfosten manchmal. Das ist unglaublich. Du solltest in Deckung gehen. Nicht da drüber hüpfen, du Idiot. Also manchmal weiß ich auch nicht mit der Steuerung. Es ist. Es ist doch nicht so schwer zu verstehen. Du sollst da drüben wieder in Deckung gehen. Das hat nämlich, obwohl der Typ da dran stand, ganz gut funktioniert, auch wenn er mich mit einer Attacke dann doch mal getroffen hat. Wenn du natürlich wie ein Vollidiot vor ihm stehen bleibst, dann ist klar, dass er sich tot macht. So, ich hab Glück mal gleich weg hier. Wir kennen den Spaß ja mittlerweile. So, vielleicht hole ich mir den doch mal zuerst.
Der ist doch ein ziemliches Ärgernis. Und dass wir uns dann vielleicht mal zuerst kümmern sollten. So, da haben wir ihn auch weg. Auch wenn es natürlich sein kann, dass der Vorbote uns gleich wieder einen neuen schnappt. Aber damit müssen wir jetzt mal leben. Aber dass die hier drüben auch flankieren können, das habe ich überhaupt nicht gerafft gerade. So. Das lief doch ein ganzes Stück und unten bleiben. Ruhiger. Oh, hi. Du auch hier. Kollektor-Attentäter. Sympathisch. So. Ach nee, komm schon. Ich hab dir gerade erst die Barriere weggehauen. So. Direkte Kontrolle. Müssen wir das halt nochmal machen? Ja, Bewusstsein. Nein, nicht, nicht das Explosivding, Mensch. Also, ich nehme an, jetzt kommt er gleich von rechts, oder? Natürlich. Zwar nicht er, sondern ein anderer, aber trotzdem. Oh, hi. Das war die falsche Attacke, aber macht nichts. So, die Sache ist aber, die haben zwar Schild und Panzerung, aber keine Gesundheit mehr, wenn sie vom Vorboten übernommen wurden. Das heißt, danach, ja, wenn Mordin dann seine Verbrennung drauf gemacht hat, dann geht's ganz gut. So, kommt einer von hinten oder warum bin ich schon wieder so angetitscht hier? Nee. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist halt so. Okay, Stille. Die beiden haben sich drum gekümmert, das ist schön. Man kann sich halt doch auf seine Crewmitglieder verlassen hier, das ist ganz praktisch.